Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Raft im Multiplayer, zusammen mit Pascal. Hallo. Und Hanna. Hallo. Wir haben in der letzten Folge diese Insel etwas erkundet. Ich und Hanna sind gestorben. Ich und Pascal. Nein, und Pascal. Hanna hat uns gerettet. Sorry. Und wir haben ein bisschen was Neues gefunden. Zum Beispiel diese Biokraftstoffraffinerie und diesen Treibstoffrohr. Dieses Treibstoffrohr. Und Hanna hat auch noch was gefunden, nämlich die Bienenwabe, und die wird sie jetzt erforschen. Hab ich schon. Okay, was haben wir bekommen? Honig und Heilsalbe. Ein Honigglas oder wie? Ah ja, guck mal hier. So das eine bessere Heilsalbe wahrscheinlich. Was ist denkst du? Unsere Fischkiste ist. Fisch- und Fleischkiste geht zur Neige. Stark zur Neige. Ja, Honig. So, wir wollten irgendwelche Fangnetze machen. Ach so. Aber wenn wir Bienen halten wollen, dann brauchen wir auch einen Bienenstock, ne? Jetzt gehen wir mal draußen. Wir haben jetzt noch offscreen kurz diskutiert, so ein bisschen, wie wir das alte Häuschen umgestalten wollen, aber ich glaube, das müssen wir euch jetzt noch nicht darlegen, das können wir dann einfach machen, wenn es soweit ist. Achso, und ich habe noch Lederwesten gebaut. Oder war das in der letzten Folge? Ich habe ihn überlegt. Nee, das hast du danach gemacht. Gehen wir ran. Oder? Ja, wir gehen wieder zurück auf die Insel. Wo müssen wir hin? Nicht in die Dead Zone reingehen? Wir müssen zur Station Nummer 6 jetzt. Ja. Ja. Beziehungsweise wir müssen überhaupt erstmal rausfinden, wie wir eine Machete bekommen. Das Ding ist, wo sind wir? Sind wir zwischen 2 und 4 oder sind wir zwischen 2 und der einen Ecke ohne? Keine Ahnung. Aber wir würde sagen, wir gehen mal nur mit Machete, oder? Das wissen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Richtung der einen Station, wo es so sicher war. Und ich guck mal, in welche Ecke die ist. Und dann habe ich eine Orientierung, wo wir gelandet sind. Obwohl, das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass wir zwischen der 2 und gar nichts sind. Weil bei dem anderen, wo ich war, was by the way links von uns ist, das relativ schmal war, aber noch nicht so schmal. Ja, du hast recht. Ich sehe auch gerade, weil hier die 2 geht ja auch nach rechts. Und damit ist das kann das gar nicht der andere Bucht sein. Das heißt, Wir sind hier. Geradeaus und ein Stück links geht's tot. Geradeaus durch müssten wir zur 6 kommen. Theoretisch. Ja. Wo seid ihr jetzt eigentlich schon wieder hin? Beim ersten Wegweiser. Nach vorne dran zum Wegweiser. Okay, gut. Also probieren wir das. Wenn wir einem dicken Bär begegnen, rennt. Gehen wir erstmal gemeinsam jetzt? Wildbären. Ja, wir gehen natürlich gemeinsam. Wir haben doch Gerade weggerannt, ohne dass ich mitgekommen bin. So, was haben wir hier? Nummer 6, dahin. Im Speer in der Hand. Ich auch. Alternative Ziele haben wir auch noch. Bienenfang und Honig sammeln. Genau. Dann müssen wir dann zur 2 und zur 4 nochmal zurückgehen, auf jeden Fall. Da oben ist irgendwas Eckiges. Irgendwie Kiste oder sowas. Irgendein Unterstand, ein Safe. Okay. Brunos Sägeblatt, das brauchen wir bei der Ranger-Station. Okay, Bear Beers Dash. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Station Nummer 6 und danach grasen wir alle Stationen einfach noch einmal ab. Ja, ab diesem Punkt haben wir nicht mehr wirklich irgendwas gefunden. Das ist einfach Fakt. Wir sind 30 Minuten sind wir auf der Insel rumgerannt, haben nichts gefunden. Wir sind einfach blind, entweder das oder, ja. Auf jeden Fall habe ich danach geschaut und das seht ihr jetzt. So, anderer Tag, andere Aufnahme. Wir haben in dem, was ihr bisher gesehen habt, nicht wirklich irgendwas geschafft. Wir sind rumgerannt, haben gesucht, dies, das. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Wir haben jetzt eine Woche später oder so, glaube ich, in Echtzeit. Ja. Also wir produzieren das Ganze ja vor. Und da haben wir uns sozusagen nochmal informiert, weil wir haben ja nicht wirklich was gefunden, weil wir einfach zu doof waren. Ich habe gerade so eine Möwe, die saß in dem Nest vor meinem Fenster, in meinem Fensterbrett. Die habe ich jetzt abgeschossen und ja, die
hat jetzt lecker Hähnchenschenkel gegeben. Sagen wir es mal so. Jo. Federn. Da Federn. Genau. Ich habe mir jetzt noch eine volle Rüstung gemacht. Weil wir noch das Leder von den Bären hatten. Hanna hat auch schon eine volle. Pascal, willst du einen Lederhelm oder einen Lederbeinschützer? Mehr Leder haben wir gerade nicht. Ich würde irgendwas nehmen. Hauptsache, okay, ich habe noch irgendwas irgendwann. Wir dürfen nicht gleichzeitig das Ganze benutzen, ne? Habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Irgendwie komisch, ne? Achso, und ist die Wolle ausgegangen. Deshalb habe ich mir eine neue Schere gecraftet und muss jetzt wieder dran denken, die ordentlich alle oft genug zu scheren. Ja. Ach, übrigens, damit ihr als Zuschauer Bescheid wisst, falls ich nicht springen kann oder so, es liegt daran, dass ich mir heute früh in Realtime in meinen linken Daumen reingesäbelt habe mit einem Messer. Und er ist jetzt gerade eingebunden, ist in so einen Verband. Und linker Daumen ist der Finger für die Leertaste natürlich. Deswegen bisschen suboptimal, aber hey, ich kann auch spielen. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch den rechten Daumen nehmen, aber warte mal, nee, da ist ein Fehler. Der ist an der Maus. Der ist an der Maus. Gut, wenn du schreist, dann hast du beide Daumen, ja, aber ja. Oder wenn du an deiner Maus noch andere Tasten hast, die du belegen kannst, dann liegt doch da einfach. Stimmt, du könntest die Tastenbelegung umlegen auf die Maus irgendwo. Ja. Ich werde es überleben. Okay, dann halt nicht. Gehen wir ran. Schlauverkaufen und Netzknabber. Hatten wir hier so eine Trading Station auf der Insel hier? Nee. Gut. Wir wollen davon nichts mitnehmen. Haben wir noch Köder? Ja, wir haben. Ja, nee. Doch, wir haben noch 10. Die müssen theoretisch auch in der anderen Kiste sein, wo die ursprünglich drin lagen. Dann sollten wir die wirklich mal alle verangeln, dass wir auf der nächsten Insel die ja noch alle eintauschen können, in der nächsten Folge. Ja, bin ich aber, bevor wir auf die Großinsel gegangen sind, habe ich noch nicht hingekommen. Exkursion starten. Jo, bin oben. Ja, ich warte schon oben auf euch. Also ich stehe noch auf dem Floß. Ja. Ich bin auch gerade losgelaufen, also daher. Wir treffen uns im zweiten Schild, ja. Okay. Oder? Wir können ein paar Bären jagen. Ja, können wir auch machen. Vielleicht gibt der große Bär ja auch ein bisschen was. Den großen Bär töten wir nicht. Nee. Aus dem Bogen brauchst du knapp 60 Schuss und der haut dich mit 2 Schlägen tot. Das heißt, du musst irgendwo hin, wo der dich nicht erreichen kann und den halt aus der Ferne abschießen, wenn du es sicher machen willst. Ich weiß nicht, ob man das mit mehr Personen auch... Hatte ich nicht einen Speer mal? Pascal! Pascal, dein Speer ist, glaube ich, kaputt gegangen. Ja. Ah, okay. Der Grund, warum ich gefühlt euch schon fast. Ich gehe mal nach links so, oben. Merken, Hanna. Da meintet ihr, dass hinterher nichts, ne? Ich war hier aber noch nie, fällt mir gerade so ein. Ja, ich auch noch nicht. Das wäre nochmal ein Ansatz. Wollen wir links oben dahin? Ja, wir gehen gerade, wir kraxeln gerade hier hoch. Also wenn du auf der Karte guckst, unten links. Achso, unten links, okay. Wo sind wir? Wer hat mir gesagt? Ganz oben auf der Spitze. Aber ja, ich würde jetzt runtergehen zum Bär. Achso, das, okay, ja, da habe ich. Da bin ich schon häufig genug rumgerannt, um Bären auszuweichen. Pascal, das hatten wir doch in der letzten Folge, als Tobi so irgendwas anderes gemacht hat. Das ist ein bisschen hoch. Aber kein Fallschaden. Das Schöne ist, man kann diesen Felswänden runterrutschen, ne? Und dadurch kriegt man keinen Fallschaden. Okay, der große Mauerbär, der frisst noch. Der futtert. Warte mal, hier irgendwo muss eine Höhle sein. Wenn der Bär aufhört zu futtern, dann sagst du bitte Bescheid, ja. Ja, dann schrei ich. Panisch. Ich weiß ja auf jeden Fall, dass der aufhört zu futtern, wenn man ihn angreift. Ich bin in der Höhle drin. Das ist Höhle. Von mach Rete! Du kannst jetzt erforschen, mach Rete! Sehr gut. Schön. Dum, 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 dum. Mach Rete! Ich habe ja direkt eine bekommen. Geil. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir jetzt endlich diesen Schaufel? Ja.
Okay, ich gehe aber mal zu dieser sechsten Ja, Relay, ich aber hab's auch. warte. Wir können aufnehmen und so. Na gut, du hast eh keine Machete. Ich wollte sagen, die kommt eh Eben. nicht durch. Wir treffen uns dort. Ja. Wenn ihr nicht sterbt auf dem Weg. Also, come on. Ich schaffe es Ja, doch okay, wohl das war mit jetzt eher auf dem. Pascal bezogen, sorry. Ja, ich laufe hinter dir die ganze Zeit, weil es nicht aufgefallen Wir gehen ist. mal oben links hoch. Das wird, glaube ich, kürzer. Ich laufe dir einfach nur stupide hinterher. Lauf nichts, Pascal, fall nicht wann die können Klippe runter wir? unten links. Nee, war nicht der Plan. Das kann ich gar nicht entspannen, Genau, so hier bin ich langsam. nämlich runtergegangen und hier wurde ich dann geslappt. Da habe ich mich dann zurück zum Strand teleportiert. Ich weiß nicht, wie viel davon drin war. Wie gesagt, wir Das weiß ich auch produzieren noch nicht. vor, das heißt, wir wissen nicht, wie es am Ende aussieht. Die ersten drei Folgen kamen jetzt raus. Ja. Hier läuft, glaube ich, ein Bär rum. Oder? Lauf ein bisschen zögerlich hinter dir her. Hältst du ein bisschen Abstand? Ja, ich bin nicht ganz so verteidigungsfähig. Hier ist der Bär. Und der Bär ist dumm. Ich warte einfach bei den Ranken auf euch. Achso, da seid ihr schon. Okay, ich gehe euch mal kurz helfen. Ich komme. Wer tot? Ah, gut. Ich finde das Rigging von denen aber Stehen Sie immer so. unterhalb der Klippe und hab die ganze Zeit, bin sie jetzt so hochgesprungen, hab so gelugt, was du da machst. Sah ganz interessant aus. Aus der Perspektive, um einen Bärenkampf zu sehen. Um sicher zu So, gehen, dass du da auch wirklich Weg eine Machete hast und dich nicht irgendwie durchgeglitscht hast. Hast du mehrere Hindernisse, die du gehen musst. Weil es ist langsam Mehr ein bisschen Schmutz? dunkel. Eine Helmlampe hätte nicht geschadet. Hast du einen dabei? Nein. Nein. Ist kaputt gegangen. Ist so. Und dann gab es eine neue. Papa made his mind up a long time ago. He's going after Auntie. Miranda is following, as always. Der war sehr hilfreich, der Hinweis, und wieder in diesem wunderbaren Englisch mit deutschem Akzent. Komm, das Wort ist doch lustig. Ich feiere es ja auch, so ist es nicht. Der Hinweis war nur ein bisschen sinnlos. Es gibt übrigens einen Erfolg, ob Steam alle Notizen findet. Wollen wir die Notiz hören oder wollen wir die ignorieren? Oh, they're hiding something. If they figure out there's only space for two of them on the boat. I've decided. I leave the triplets in charge of the remaining relay stations. Bobby will take care of the bears. Yes, it's for the best. So many memories of this place. We'll find you, sis. What the? I promise. Warte, Hannah. Ja, ich Wir müssen auch weiß. noch vorbeikommen. Deswegen habe ich auch noch Müssen. nichts aufgenommen, was irgendwie geschichtsrelevant ist. Gut. Auf dem Dach ist nichts. Ach. Kiste. Mit sehr, sehr vielen Planken. Sehr gut. Hier ist ein Typ. Und Ach ohne nee. Schraubenschlüssel. Ja. Hallo Typ. Kannst du den, ja. Buddy. Yeah, could you be an angel and help me out a bit? I know you big time. Oh man. I would have been a goner without you. Tip for future me. Bears are not cuddly. Say, wouldn't be a rafter, would you? If you need some muscle on board, look no further. All right, yeah. Leave the heavy lifting to me. Okay, jetzt haben wir einen neuen Charakter. Der Johnny, gerne bei uns ich weiß nicht, ob mitfahren ich den würde. spielen will. Hm.
Was auch interessant von diesen Charakteren, du kannst dann hier immer interagieren, dann liegt der plötzlich wieder hier auf der Matratze und es geht wieder von vorne los, das Ganze. Ach, ich müsste doch nicht vorzeigen, wenn ich es erkläre. Ach, 3, 2, 1. So, ist hier noch irgendwas? Außer noch zwei schmuddelige Matratzen. Ja, uns fehlen halt noch Notizen. Ja. Hier vom Papa zum Beispiel, hier der Henry. Da haben wir eine Notiz, da fehlt aber der komplette Rest. Okay, wollen wir das vielleicht noch machen? Also, hast du rausgefunden, wo wir diese freaking Glühbirne finden? Ich bin mir nicht sicher. Die Glühbirne fehlt ja auch noch. Dort hinten ist Licht. Ist das von unserem Raft? Ich weiß es nicht. So, hier oben war nichts, oder? Nee. Okay. Nur die Kiste auf dem Dach. Okay, dann gehen wir runter. Nochmal zur Ranger Station, vielleicht hat sich da irgendwas geändert. Wir haben Brunos Schlüssel. True. Oder? Warte mal, nee, wir brauchen glaube ich noch was. Uns fehlen zwei Dinge. Die Glühbirne. Die Glühbirne ist eine andere. Das ist eine extra. Die brauchen wir nicht. Das ist aber auch in der Ranger Station. Ja, das stimmt. Die ist wohl irgendwie bei einem anderen Aufgang. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Und zwar hier hoch und dann hier abgebogen. Sozusagen zu dem Wegweiser hier. Und dann muss man anscheinend hier den Weg nach oben. Mich wundert, dass wir diesen Weg noch nicht gegangen sind. Betrayal. Father trusts the murderers. He would leave us behind. We can't have that. Er ist durchgedreht. Ja, würde ich auch meinen. Father has to make a decision. I know it won't be me, so I will be spared. Not enough boat for all of us. I am sorry, Errol. Hey, the guilt lay restless. We must be punished if we are to rest. Spricht der mehrere Stimmen? Ich glaube, der ist einfach crazy geworden. Er spricht mehrere Persönlichkeiten. Habe ich auch irgendwie das Gefühl. Klingt für mich so ein bisschen nach einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Nee, das klingt eher nach sehr, sehr Einsamkeit. Ja, das auch, aber es kann sich trotzdem. Ja. Dann gehen wir zurück zur Ranger Station. Jo, genau. Dann müssen wir uns circa alles einsetzen. So. Ich finde mich nicht zurecht auf der Insel, aber so bei gewissen Checkpoints weiß ich jetzt ungefähr, wo ich hinlaufen muss. Ach so. Aber interessant, dass wir die gesamte Insel gefühlt alle Punkte dreimal abgelaufen sind, aber nicht diesen Weg. Den haben wir nicht einmal entdeckt. Da ist unser Raft. Guck mal da. Lol. Das ist ultra nah an unserem Raft dran gewesen, hier die Stelle. Oh mein Gott. So, Leute, wer hat Bock auf Jump and Run? Du hast den Bauhammer rum, Tobi. Da! Bär. Leder, meinst du? Leder und Steaks. Ja, lebendiges Leder. Lebendiges Leder mit Steak. Mit Steak gefüllte Leder. Lebendiges mit Steak gefülltes Leder. Nein, lebendige Leder mit Leder Steak gefüllt, wenn dann. Ja, können wir machen. Ach, wie auch immer. Eine Ledertasche, so wie eine Teigtasche halt, nur aus Leder. Ja, mit Fleisch drin. Ja. Warte mal. Das schreibe ich mir auf, das vergessen wir sonst für den Titel. Ja. Mit. Einmal Ledertasche mit Fleisch gefüllt. Gefüllte Ledertaschen. So, und erst nach und nach springen. Nicht alle direkt hintereinander. Ich weiß nur, dass ich Gefühl schon durchlaufen könnte. Und es keinen Unterschied machen würde. Aua. Ich warte. So, Notiz ist geschrieben. Ich muss irgendwas anderes in die Hand nehmen, weil sonst verschwende ich ganze Haltbarkeit. Ah, Faustgriff belasten beim Down der Leertaste.
Vielleicht kann ich nicht meinen Daumen an sich benutzen, sondern so hinten, hinter der hintere Bereich vom Daumen, den nutze ich jetzt gerade. So. First Try, den zweiten Daumen ohne Schaden. Ich habe auch keinen Schaden bekommen, wo ich mehrfach in die Säure reingesprungen bin. Sehr gut. Muss man nicht verstehen. Und Glühbirne. Fix I roll. Gibt eine Errungenschaft für Steam. Wow. Cool. Und Balboa Historian. Ja, alle Notizen gefunden. Sehr schön. Wie haben wir es geschafft, das Board zu treffen? Oh, Weihnachten aus dem Nichts. Wir haben auch gar nicht geschummelt. Nee, es hing genug Werkzeug dran, deshalb ist es jetzt abgefallen. Ah. Und es hängt das richtige Werkzeug dran. Weil wir brauchten genügend Werkzeug, dass wir dranhängen können, wenn es zu schwer wird und runterfällt und die letzte Notiz bekommen. Also ich meine, technisch gesehen, ich würde das Werkzeug vielleicht mitnehmen. So eine Säge kann vielleicht praktisch sein, aber ja gut. Aber wenn Bruno seine Werkzeuge behalten möchte, dann behält er die halt eben hier. Treff es beim Raft. Und die Glühbirne war jetzt auch nur fürs Achievement. Ja. Oh mein Gott, hat sich das gelohnt. Wir springen jetzt hier einfach runter, Pascal. Das Ganze, dass wir das hier gerade alles, was wir bisher auch runterlaufen, Hanna. Du kannst ja der Felswand noch runterlaufen. Ich weiß. Ich habe auch keinen Fallschaden genommen. Alles, seitdem wir die Machete hatten und zur Station 6 genommen sind und die Nummer hatten, war jetzt nur noch Historien, Geschichte, Zeug, Notizen etc. Achievements. Genau. Das Ding ist, wir haben nicht bei der Station davor, habe ich die Achievements auch nicht. Beziehungsweise ich habe bei einem, habe ich glaube ich, das Achievement schon gehabt. Das heißt aber bei der Radio Tower, da hatten wir noch Notizen, die wir nicht gefunden haben. Oder irgendwelche Secrets. Ja, das können wir später nochmal zurückgehen. Jo, natürlich. Ja. Du kannst die Nummern ja immer neu einstellen. Wir können die Station jederzeit erneut erkunden, ne? Ach, okay. Jo. Na komm, hopp. Warte kurz, Hanna. Wir brauchen unbedingt eine Insel, weil es geht so nicht, dass wir keine Bäume mehr anpflanzen können. Katastrophe. Und wir müssen dringend angeln. Ganz mit dringend meine ich sehr dringend. Auch schon, wie ich jetzt darauf verlasse, dass einer von euch beiden immer Ahnung hat. Wo lang? Ich auch nur stupid hinterherlaufe die ganze Zeit. Ja, da fülle ich mit Wasser nach. Yep. Da fülle ich wieder jemals Wasser nach. Diese globalen Sounds, ey. Ich hoffe, wir sind hier gerade. Nö, fahren wir ganz cool. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Wir sind. Frohe Weihnachten aus dem Nichts. Die Korea-Zwillinge. Korea? Ich rück mal so. Was weiß ich. Ich stell schon mal das Radar richtig ein. Mach das. Okay. 8, 3, 2, oder Hanna, wo bist du? Ich komme wieder zurück. Ist klar hinter dir? Wieder runterlaufen. Und jetzt nehmen wir den Weg hier hoch. Signal gefunden, 1800 Meter. Sehr gut. Ja. Soll ich schon mal rückwärts ausparken? Warte noch was auf uns. Da denk mal rückwärts fahren, Schulterblick, ne? Ich muss erstmal herumrennen und die Motoren richtig einstellen, damit ich rückwärts fahren kann. Und die dann auch noch einzeln anschalten, also daher. Dann bräuchte ich irgendwie so einen Zentralschalter, den man mit dem Steuerrad koppeln könnte. Also einen Zentralschalter gibt es, aber den gibt es erst ganz spät in der Story, wird er erst entdeckt. Aha. Ja, ich schau mir auch Content an zu dem neuen Update, was jetzt rauskam. Oh, ich nicht. Ich nicht. Also, Ich schau mir allgemein keinen Raft-Content mehr an. Also, nur das jetzt gerade halt mit der Insel, mit den Erroll etc. Ja. Also, du schaust kein Raft-Content mehr zu Unterhaltungszwecken an, sondern nur noch zu. Wollen wir schlafen? Ja.
Hilfe, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen, Zweck. Ja. Ich kann schon, die Antwort, was ich mal machen kann, ich kann die Folge, wissen wir den, das Video, woraus ich den Weg genommen habe, können wir mal in die Infobox packen. Ja. In die Beschreibung. Wenn du dran denkst, dann ja. Ich werde es vergessen. Ich schreibe es dann auch in meine Notizen. Folge 12. Beschreibung. Zack. So. Aber jetzt wir brauchen eine Angel. Aber ich apropos, wo wir gerade also bei mehr oder Folgen weniger kaputt sind. Ja. Ich würde an der Stelle die Folge beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Egal.